Heute schauen wir uns mal nur zwei Folgen von Love Island an, aber es ist so viel passiert, Folge 16 und 17 und am Sonntag gibt es dann 18 und 19, also das große Finale. Junge, wie geil ist das denn, Alter? Fast so geil wie der Bro-Abend, den die Männer in der Villa ohne die Frauen haben. Ja, die Mädels können da bleiben, wo sie sind. Ja, Finn, und dann heulst du wieder im Bett, wenn deine Greta nicht da ist. Als wir dann gesehen haben, dass da drei Granaten kommen, ja, dann ging es natürlich direkt noch viel besser. Finn, Emma, die ja bis jetzt noch nicht verkappelt ist, hat sich über den neuen Besuch gefreut. Wen haben wir denn da? Ja, hallo, vielleicht geht Love Island jetzt auch für mich los. Ich denke auch. Ja, meinen Namen wisst ihr ja schon, ich bin Timon. Wie oft der sich jetzt einen Pumba-Witz wahrscheinlich anhören musste, schon in seinem Leben. Das ist so logisch. Und ich denke, jetzt ist langsam die Zeit gekommen, dass man hoffentlich auch die letzte Frau kennenlernt. Tja, tick-tack, noch nicht mal die 20er durchritten, aber schon. Du, wenn das jetzt nichts wird mit der Frau fürs Leben, dann kann ich es direkt sein lassen. Bin bereit, auf jeden Fall Vollgas zu geben. Ich habe nichts anderes von einer Granate mit dem Namen Timon erwartet. Denn jetzt kommt ein richtiger Mann in die Villa. Wie gemein, die das geschnitten haben. Ich bin Leo, 25, ich komme aus Köln. California, supi, das ist ein toller Typ, das weiß ich jetzt schon. Ich habe einen guten Humor und bin einfach ein energiegeladener Sonnenschein. Süß, der sieht humorig aus. Eine kämpferische Natur und deswegen werde ich auch als Granate da einschlagen. Ah, was ist das? Ich bin Chris, bin 29 Jahre alt. Hallo Chris. Als Granate rein. Das kann ich auch. Aber was danach kommt, glaube ich nicht. Zu kommen in die Villa ist natürlich ein besonderes Standing. Werde ich mal üben. Vielleicht kann ich es schon. Ich glaube, ich kann das schon. Haltet eure Mädels fest. Okay. Ich habe auf jeden Fall bei ihm direkt gedacht, könnte man machen. Ich bin Emmas begeisterter als ich von Chris, aber ich bin ja auch nicht diejenige, die nach der großen Liebe sucht. Nicht mal Perle ist am Start. Finn ist jetzt doch traurig. Wir müssen euch leider verlassen. Wir verabschieden uns jetzt und dann geht's in die Private Suite und dann können wir ein bisschen spielen. Deswegen. Ihr labert so. Das hätte ich gerne gesehen. Ein bisschen Bro-Zeit zwischen Paco und Alex. Bisschen, weiß nicht, gucken, wo die Liebe hinfällt. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Es ist kompliziert. Oh. Emilia-Thema geht wieder los. Aber ich würde sagen, am einfachsten ist es, wenn ich sage, ich bin Single. Wenn es so wäre, wäre es einfach. Aber ist es so? Normalerweise habe ich echt ein Problem damit, wenn ich irgendwelche Kosenamen bekomme. So, keine Ahnung, Schatzi, Mausi. Ach, Hase, sag sowas nicht. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei Greta gemerkt. No front, bro. None taken. Mich Angel genannt. I'm loving angels instead. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich mich eigentlich anfreunden. Das ist so ein Punkt, an dem ich mich frage, what the fuck? Und so könnte ich auch meine Partnerin nennen. Angel? Okay. Zum Beispiel so mit Darling zum Beispiel, habe ich auch kein Problem. Darling! Darling! You want a cup of tea? This is my mate and this is my darling. Ey, oh, das ja, ist so Mann. Komisch, Digga. Darling finde ich auch nicht so. Fühl ich nicht so. Darling fühle ich auch nicht. Darling! Ich in 5 Jahren zu meiner Tochter. Darling, kommst du bitte? Aber ich finde es auch komisch, Digga, wenn man seine Freundin mit dem Vornamen anspricht. Ja, mega komisch, oder? Das ist so, als ob die ein ganz normaler Mensch wäre. Ich weiß nicht warum, aber es ist manchmal echt komisch. Das weiß ich auch nicht warum. Es ist doch nicht komisch, seinen Partner mit dem Namen zu nennen. Ich finde tatsächlich, dass es besonders schön ist, weil es so ist, so... Hier ist meine volle Aufmerksamkeit und ich denke nicht an eine andere Person. Nein, aber ich finde es beim Vornamen sich zu nennen schön. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mein Mädel Angel zu nennen. Mein Mädel Angel zu nennen. Alles an diesem Satz hasse ich. Deswegen, ich nenne sie auch Perle, aber nicht, weil ich es feiere, sondern nicht, weil sie sich darüber aufregt. Jetzt wissen wir endlich auch, was es mit Perle auf sich hat. Viele haben mir auch geschrieben, Greta bedeutet Perle im Griechischen oder was weiß ich. Now we know. Also ich würde meine Freundin niemals Perle nennen. Also machst du zwar die ganze Zeit, aber es ist nur aus Witz. Da bin ich eher so der Standardtyp, dann sage ich wirklich eher Schatz. Das habe ich von Dennis nicht erwartet. Da überrascht er mich mal wieder. Das ist also ein Standardtyp, der lieber Schatz sagt. Ne, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Entscheidet euch für 2 der 3. Alles klar, die 3 Granaten hatten eine sehr kurze Aufwärmphase. Einer muss schon gehen. Cringe. Mega. Ich würde für mich Chris mit in die Villa nehmen. Wer hätte das gedacht?
Arsch! Ich konnte euch zwar jetzt alle nicht wirklich kennenlernen, nur kurz und oberflächlich, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, würde ich gerne mit dir noch mehr reden. Das heißt, das war's schon mit Timon. Schade. Kann er jetzt zurück zu Pumba? Oh mein Gott. Auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, dass es bei euch auch vernünftig matcht. Grüß den Pumba von uns. Ciao. Ich hoffe, Bianca macht da auch kein Mist. Safe. Ach, Paco, mach dir mal keine Sorgen. Never ever. Never ever? Never ever? Ich muss mir sicher sein, Bro. Ja, safe. Ich muss mir sicher sein, ich will da nicht spielen und hin und her. Paco ist kein Player. Vielleicht ist es jetzt mal ganz cool, wenn sie jetzt noch weg ist, weil ihr beide jetzt so merkt, wo ihr steht zu beieinander oder zueinander. Da hat Finn wahrscheinlich recht. Das war ja auch für Finn und Greta super, als sie mal ein paar Tage voneinander entfernt verbracht haben. Das hat die auch richtig zusammengeschweißt. Aber ich sag mal so, die Mädels sind auch nicht allzu lange weg. Das habe ich auch so zu mir selber gesagt. Ich so, wenn ich hier keine gehabt hätte, dann wäre ich wieder gegangen. Echt? Ja. So schnell hätte Chris schon aufgegeben. So eher so süß oder eher... Es kommt voll drauf an, aber ich glaube, ich bin eher süß. Ja. Leo und Emilia haben auch schon sehr tiefgründige Gespräche. Okay, doch. Dann mach ich auf jeden Fall morgen mal ein paar Pancakes oder später noch. Ich bin gespannt. Ja, als ob der das macht. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. Ich war einfach nicht darauf vorbereitet, dass die Emilia wegbleibt. Und bei Alex rattert es jetzt auch im Kopf. Wie das halt so ist, wenn man sich auf etwas nicht vorbereiten kann, dann trifft es einen doch manchmal ziemlich hart. So, BAM! Ja, erzähl doch. Ja, die lernt ihn halt jetzt kennen, keine Ahnung. Alex möchte wissen, was läuft da? Was hast du denn zu ihm gesagt? Ach so, ja, sie findet den halt nett. Aber nur nett. Du musst dir keinen Kopf machen. Ich mach mir keinen Kopf. Nee, gar nicht. Willst du reden oder willst du für dich sein? Nein, danke schön, passt schon. Ja? Passt schon, ist alles super. Ich bin jetzt niemand, der auf eine Party geht und damit irgendjemand was hat, so. Emilia erzählt ein bisschen was von sich. Also meine erste und letzte Beziehung ging 3 Jahre und das war auch der einzige Mann, mit dem ich auch wirklich intim geworden bin. Mhm. Interessant zu wissen. Entweder ich gehe all in oder ich lasse es. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn sie das so für sich beschließt. Schauen wir mal, was Leo dazu zu sagen hat. So. Ja, das finde ich eine gute Einstellung bei Frauen. Das macht einen besonders, so weißt du, was ich meine? Bei Frauen ist das eine gute Einstellung. Das ist dann nicht so Schlampe-Bitch-mäßig, so. Das ist so voll... Feier ich sowas. Da werde ich echt wütend, wenn ich das höre. Frauen, die nämlich viel Geschlechtsverkehr haben, sind alles Bitches. Also bei Männern ist es mir, die können bumsen, wie die wollen. So, das sind richtige Player. Richtig cool, geil. Woo. Aber Frauen, also das ist mir schon wichtig, dass die nicht so viel Geschlechtsverkehr hat. Mit mir schon täglich. Aber mit anderen, nein, never ever. Aber sie soll schon auch erfahren sein und schon wissen, was sie tut, aber halt trotzdem nicht viele Partner. Ey, dass es solche Leute noch gibt, ne? Solche Sendungen, die holen mich auch immer aus meiner Bubble raus und es ist ein kleiner Reality-Check und das brauche ich manchmal. Sie hat so eine kleine süße Mäuschenart auf jeden Fall. Ich finde, Leo sieht aus wie so, wie irgendein Tier. Ich glaube, wie eine Maus. Der sieht wirklich aus wie eine Maus. Und so diese kleine, bisschen schüchterne, süße Art, die lockt mich irgendwie. Also auf jeden Fall, die macht sie interessant. Naja, und es ist auch interessant, dass da noch nicht so viele... Der Leo fällt auf jeden Fall jetzt nicht komplett aus meinem Beuteschema raus. Aber ich glaube, das wäre so einer, da müsste ich so zweimal hingucken. Ist es eine Maus? Ist es der Leo? I don't know. Kleines? Ja, hab ich schon abgecheckt. Also hier zu große Nase, oder kritisch? Ja. Chris steht auf kleine Näschen. Gefällt's mir jetzt schon super gut. Und Leo steht auf Emilia. Ich kann auch nicht. Ich hatte jetzt. Merkt man gar nicht, Emilia. Ganz ehrlich, der Alex ist eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf. Wie? Was? Ich wollte ein bisschen Zeit für mich einfach, Situation zu reflektieren. Auch Alex ist einfach durch. Worüber machst du dir Gedanken? Über Emilia. Ich hätte mich einfach gefreut, so wenn sie hier wäre. Was sagt Paco dazu? Alle stark sein. Auch die anderen Frauen verstehen die Situation nicht. Er will sie nicht und jetzt auf einmal eben. Ist er sauer? Er ist nicht sauer auf sie, er ist sauer auf die gesamte Situation. Ich habe da auch gar keinen Bock mehr zuzuhören, weil ich denke mir so, wie denken die bitte? Ja, vielleicht merkt er gerade, was er wirklich gut an ihr findet. Kann er sagen, dass jetzt auf einmal die Erleuchtung kommt? Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hoffe einfach nur, dass die sieht, wie toll Leo ist und dass sie wirklich, dass er ihr ein sehr gutes Gefühl gibt. Leo ist
ist so ein toller Mann. Ich kenne ihn zwar gar nicht. Ich habe zwei Worte mit ihm geredet. Und er ist auf jeden Fall ein Slut-Shamer. Und dann sieht aus wie eine Maus, aber der ist so toll. Vielleicht ist es besser, wenn wir ihr nicht sagen, dass Alex auf einmal so aufgestanden und gegangen ist. Weil dann interpretiert sie wieder was da rein. Ja, ja, lügen wir sie lieber an. Ja. Wir sagen das auf keinen Fall. Nein, wir sagen es nicht. Also nicht lügen, wenn man etwas einfach nur nicht sagt. Geht's dir jetzt komisch, oder was? Ja. Hä, warum? Ja. Nicole sucht wenigstens das Gespräch mit Alex. Da war wieder so ein Tag, wo ich gemerkt habe, ich mag sie halt immer mehr, weil ich sie jetzt auch ein bisschen besser kennenlerne. Ja, der Alex braucht halt auch so eine Zeit. Ich glaube halt immer noch nicht, dass es so dieses andere Mögen ist. Vielleicht doch nicht. Ich verstehe ihn selbst nicht mehr. Aber ich mag sie halt immer mehr. Und deswegen habe ich es gerade einfach vermisst, dass sie so... Einfach einen warmen Körper wieder neben mir. Warum? Aber eigentlich hättest du ja gar nichts sagen müssen. Du hättest sie ja weiter kennenlernen können. Das stimmt, er hat ja sich irgendwie so das Gespräch mit ihr gesucht, sie so halb entkappelt. Es war ja auch so, weil Adriano auf ihn eingeredet hat. Also es war ja keine Entscheidung irgendwie fällig oder so. Aber er hat sich unter Druck gesetzt gefühlt. Im Kopf so ratte, ratte, ratte. Und dann sehe ich einfach dieses Schild. Follow your heart. Er hat dieses Schild gebraucht, damit er das verinnerlicht hat. Dann kam noch dieses Unterdrucksetzen und dann musste ich ihr das halt einfach so sagen. Und jetzt bereut er das anscheinend und Finn und Greta bereuen auch einiges. Ich hasse es wirklich so sehr, wenn man mir den Mund zuhält oder irgendwas. Das ist für mich, da kriege ich Aggressionen in. Was genau ist da vorgefallen? Gar nicht fertig. Ja, ist nicht cool. In dem Moment wollte ich was sagen. Ja, aber warte noch kurz 5 Minuten. Jetzt hast du ja zum Beispiel auch reingeredet, aber das ist ja eine normale Konversation. Aber wenn der Finn reinredet, ist was anderes, Greta. Das verstehst du nicht. Luisa, also ich mag es nicht, wenn man einfach so reinredet. Wie gesagt, ich mag's nicht. Ich lass dich ja auch eigentlich ausreden so. Eigentlich. Und man einfach was einwerfen will, was gerade in dem Moment zu dem, was du sagst, passt. Kann man das ruhig machen. Ja, okay. Und auch absolut nicht böse oder respektlos gemeint. Finn, nicht jetzt reinreden, ne? Wenn ich dann schon zu dir sage, hey, lass mich kurz mal ausreden. Dann kannst du doch mal kurz sagen, okay, lass dich kurz ausreden. So, da geht jetzt viel hin und her. Ich hab gesagt, du hast gesagt. Fass mir nie wieder auf meinen Mund, weil ich hasse das. Ja. Aber es muss ausdiskutiert werden. Du musst dich ein bisschen spannen. Das nein. Nein! Klare Ansage von Greta. Daumen hoch. Ja, so, okay. Weißt du? Es tut mir leid, aber ja, trotzdem verbietet mir keiner den Mund. Sie hat es tut mir leid gesagt. Ich möchte es kurz noch mal einen Moment. Weißt du? Es tut mir leid. Ich hab's gehört. Merken wir uns das kurz, ja? Recht hält man mir den Mund nicht zu. Macht ihren Standpunkt sehr deutlich, sehr klar, sehr gut. Ich kann dir nicht mehr sagen, als dass das nicht so gemeint war. Ja, ist ja auch okay. Gut, dann können wir uns jetzt wieder vertragen, oder? Ich hoffe, er macht seine Hand nicht mehr vor meinen Mund. Und ich werde aufpassen, dass ich ihn nicht mehr unterbreche. Alle haben daraus gelernt. Sag noch Entschuldigung. Nein, sag noch Entschuldigung. Ja, du auch, auf 3. Sie hat schon Entschuldigung gesagt. Du bist jetzt an der Reihe. Ich wusste, dass du eine bist, die nicht entschuldigen kann. Sei ehrlich, kannst du nicht, ne? Sie hat sich schon entschuldigt. Warum kannst du jetzt nicht? Ich entschuldige mich. Geh nicht in mein Gesicht. Und jetzt kommt der beste Tipp, um einen Kuss abzuwehren. Geh nicht in mein Gesicht. Ah! Sehr gut. Ich glaube, das ist zwischen mir und Finn, das war einfach ein bisschen ein Missverständnis. Die haben sich wieder lieb. Wir haben einfach ein bisschen aneinander vorbeigeredet, also alles gut. Puh, ey, da bin ich echt froh. Jetzt so kurz vorm Finale. Können wir hier schon mal das Licht ausmachen, bitte? Aha, Paco und Bianca schlafen heute gemeinsam auf der Couch. Bitte das Licht ausmachen. Nö, ich würde es gerne schon alles sehen. Mich schon mal mental darauf vorbereiten, dass es gleich ins Bett geht. Es geht auch mit Licht an. Dreist. Endlich hat es Bianca auch ins Bett geschafft. Ja, das ist im Bett, können wir Licht ausmachen? Dein Wunsch sei mir Befehl. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man so kurz vor dem ersten Kuss ist und dann so Kameras so... Ich glaube, Bianca, die traut sich schneller, als du gucken kannst. Ja, ich meine, Zeit bei Love Island besteht hier nur aus Warten. Und jetzt dachte ich mal, komm, wenn ich mal die Sachen einfach mal selber in die Hand nehme. Selbst ist die Frau. Aber nicht zu viel in die Hand nehmen, das findet der Leo nicht gut. Macht eine Ansage. Was zu sagen? Die necken sich so süß immer. Mal kurz weggucken. Ja, ich gucke gar nicht. Das ist schüchtern. Ey, bist du dumm oder was? Die beste Antwort auf bist du schüchtern ist, bist du dumm. Love it. Guck mal kurz weg. Ja, wir gucken doch gar nicht. Das ist eine künstliche Situation, das ist ein Ausnahmezustand. Es ist auch wirklich weird. Aber sie war da ein bisschen ungeduldig. Was muss, das muss!
Es wird je knutscht, ich lieb's. Einfach nur Interesse halber. Interesse halber muss Adriano jetzt mal nachfragen, was da los ist. Gestern sind wir uns auch noch ein bisschen näher gekommen. Ja? Mhm. Und wie war's? Als ich sie dann geküsst habe. Und dann war die Dame Feuer und Flamme. Ja. Mhm, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Gut. Schon richtig verbunden, Alter. Ja. Verbundenes Gefühl. Ich fühle mich auch mit denen richtig verbunden, ey. Die Scheu, das freut mich. Adriano ist voller Freude, genauso wie die beiden Turteltäubchen. Sie ändern sich, verändern und bleib so, wie du bist. So, wie du bist, so, wie du bist. Ich mag dich so, wie du bist. Ich brauch dich so, wie du bist. Lass die anderen sich verändern und so, wie du bist. Wie soll ich aussehen? So ein bisschen. Was machst du da? Das ist. So. Bianca möchte das Paco sich schon ein bisschen verändern. Nein. Tust mir nicht den Gefallen? Doch. Ich lauf jetzt wegen dir hässlich rum. Aber nein. Okay, alles klar. Ich weiß, was den Frauen gefällt. Aha, okay. Hör mal auf Bianca, die weiß, was den Weibern gefällt. Ich kann mir dann sein. Nein, glaub ich dir nicht. Glaub ich dir nicht. Lernen wir jetzt die wilde Seite kennen von den beiden? Ich glaube, ich bin zu wild für dich. Da kann ich auch nur ein bisschen lachen. Du bist so wild unterwegs, Bianca. Das ist kaum auszuhalten. So eine wilde passt perfekt zu meinem Outfit. Ist auch wild. Ich bin auch heute auch wild unterwegs. Glaub mir, ich mach Sport, sobald die Studios wieder öffnen sind. Ich habe das Gefühl, das ist der meistgesagteste Satz in diesem Jahr. Alle sind so, ja, ich mach dann Sport. Ja, wenn die Fitnessstudios wieder offen sind. Ich bin mal gespannt. Das wird eine überlaufende Situation im McFit, du. Emilia ist jetzt von ihrem Date zurück. Oder hat er so gesagt, oh, ich freue mich voll für die Emmy, voll schön, dass sie jetzt... Nicole sagt gleich ehrlich mal, was los ist. Nee, er wollte von mir wissen, was für ein Typ das ist und ob ich denke, dass er ernste Absichten hat, weil er nicht will, dass du wieder verletzt wirst. Wollte Emilia jetzt das hören oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn halt gefragt, ob sich etwas an seiner Entscheidung geändert hat und hat er gesagt, nein. Das ist ja schon ziemlich eindeutig. Ich bin hier nur in mein Unglück. Ich habe heute sogar Früchte reingemacht. Wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Boah, ich check den Typ nicht, verstehe nicht, was in dem vorgeht. Ich glaube, uns geht's gerade allen so, oder? Ich kann oft mit dem keine Gespräche führen, aber halt, ich habe das halt jetzt so krass gemerkt. Dass sie immer nur an ihn denkt und ihn vermisst. Mir fehlt halt da so irgendwie so ein bisschen so dieses Behindert, aber dieses... Auch. Ja, einfach dieses Mystery. Leo ist nicht Mystery genug. Schade. Ist bei mir unten durch. Und alles redest, auf welches Ziel läuft das hinaus? Ja, auf gar keins. Weißt du, was ich meine? Aber Alex hat sein Ziel vor Augen und das ist jetzt Emilia. Hi. Na? Wie sie nie so richtig in die Augen guckt, die ist immer so... Ist irgendwie weird, oder? Kommst kurz mit. Ja, ich habe halt gesagt, er will halt das, was er nicht haben kann. Ist es wirklich das? Ist jetzt Emilia nur interessant geworden, weil sie jetzt jemand anders... Weil den findet sie ja nicht mal so gut. Hast du denn so grundlegend Interesse an ihm? Nein. Jetzt unabhängig von mir. Ist halt schwierig, unabhängig von dir, weil du bist halt da. Es nervt mich einfach. Dass sie nur an Alex denken kann. Weil ich mein Herz tendenziell den falschen Menschen gebe. Das haben wir die Staffel echt gesehen. Also... Ich glaube, für uns Zuschauer war das gar nicht so krass. Das ist Adriano, Finn, jetzt Alex. Die war schon sehr schnell irgendwie verknallt, oder? Der Leo wäre bestimmt nicht so. Du, ich glaube, der Leo ist noch viel schlimmer. Ich fühle mich immer zu den Menschen hingezogen, die das größte Desinteresse an mir zeigen. Sie will wahrscheinlich erobern. Weil ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich dir so ein krasses Desinteresse zeige. Dieses Hauchen ins Ohr, das ist schon interessiert, würde ich sagen. Sagt er gar nichts mehr zu, sonst kriege ich Ärger. Paco als bester Freund muss ich raushalten. Ich glaube das auch nicht. Das glaube ich nicht. Sondern? Ich glaube auch nicht, dass er die nur hinhält, und um sich einen Platz irgendwie zu bewahren. Er möchte einfach nur wissen, ob das der Richtige ist für sie. Ja, die gucken halt jetzt, was aber so passiert. Es ist halt auch schwierig, innerhalb von 24 Stunden, 3 Tagen oder so, zu sagen so, ja, es ist hundertprozentig was oder es ist hundertprozentig nichts. Also manchmal ist es sehr eindeutig und manchmal nicht. Er einfach ein Empathiemensch ist, weil ihm ist das extrem wichtig. Wie es Emilia damit geht. Dann war halt auch komisch für mich. Irgendwie weird, die Situation, oder? Ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht. Ich habe immer nur gerufen, Emilia! Das hast du gar nicht verdient, dass ich an dich denke. Die Arme irgendwie. Du machst es mir echt nicht einfach. Du machst es uns allen nicht einfach, Emilia und Alex, ihr beide. Das du nicht zu mir, lass uns die restliche Zeit gemeinsam genießen. Können wir machen, oder? Entspann dich ein bisschen.
Alles klar, ich lehne mich zurück. Ich würde einfach endlich mal die Hoffnung wenigstens verlieren an diesen Mann. Aber die Hoffnung, die stirbt immer zuletzt. Das Einzige, was ich nicht verstehe, dass seine Handlung, Reaktion mit seinen Worten sich überhaupt nicht matchen. Jetzt gibt er ihr auch noch Boxstunden. Ich glaube, ich spiele. Das funktioniert so nicht. Ja. Mach mal eine klare Ansage. Ja, und? Das kennt er doch aus dem Sport. Ihr braucht euch doch darüber überhaupt nicht aufregen. Es sind aber ihre Freundinnen. Und Freundinnen sind da, um sich über Freunde, potenzielle Freunde und Ex-Freunde aufzuregen. Oh, weil sie verletzt Warum? Wird. Das ist doch eine Einbahnstraße. Vielleicht hat Greta recht. Ich weiß es nicht. Ich kann es von hier meiner Position schwierig einschätzen. Ja. Seit 5 Tagen kommt nichts von ihm. Nichts. Und jetzt? Boxen die. Aber und jetzt? Auf einmal, wo jemand anderes da ist, wo sie sich vielleicht noch mal irgendwie drauf einlassen kann, auch wenn ich nicht denke, dass sie es schafft, aber... Der Leo ist doch gar nicht interessant für die. Ich finde es unfair. Die Arme. Sollte er von sich aus den Weg für Leo frei machen? Finde ich nicht. Auch der Alex ist als Granate reingekommen. Und auch der muss Granatensachen machen. Ich glaube es nicht. Der hat es bestimmt wieder so... Ich glaube, irgendwie lässt er sich so ein bisschen so eine Hintertür offen. So kommt es für mich nicht rüber. Ich glaube, die wissen irgendwie beide nicht so hundertprozentig, was sie wollen. Bro, diese Fairness ist auch so ein Ding. Erklär mal. Ich will, dass es ihr gut geht und ich kenne den Typen nicht. Ist so. Und hättest du gehört, was der über Frauen sagt, dann würdest du vielleicht ihr auch lieber Boxstunden geben. Bei Love Island, nicht bei Protect Island. Ja. Weißt du, was ich meine? Es geht nicht. Nein, aber es geht nicht darum, hier reinzukommen und jemanden zu schützen, den man ganz nett findet. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich mich zu sehr auf Alex' Seite stelle. Aber es fühlt sich für mich richtiger an, ihn zu verteidigen. Was sagen deine Emotionen, die gerade so? Emilias Emotionen sagen Alex. Ja, weil ich weiß, du bist echt ein richtig guter Kerl. Aber richtig gut und richtig nett. So, damit hat man noch nie einen Preis gewonnen. Ist das Aber? Ja. Wir wissen, wer das Aber ist. Aber Alex. Aber da gibt's noch einen Menschen, der vor dir da war. Ja, genau. Und deswegen... Hat Leo leider einfach keine Chance. Tut mir leid. Versteh mich nicht falsch, aber das regt mich langsam so ein bisschen auf. Ich habe ja dieses klare Gefühl schon vermittelt. Das stimmt. Er hat ihr ja eigentlich gesagt, was los ist. Und warum mischen sich die anderen da ein? Wenn das für sie in Ordnung ist, ist es für sie in Ordnung. Sie ist auch schon erwachsen und kann sich selber entscheiden. Sinn der Sache ist, dass sie sich gut fühlt. Und wenn sie das so haben möchte, dann ist das für mich okay. Für mich ist es auch okay. Ja, aber was willst du denn? Ich habe keinen Bock mehr, mich so unter Druck setzen zu lassen. Das ist so. Was heißt unter Druck? Wir machen uns ja auch Gedanken über dich. Ja. Macht euch auch mal Gedanken über euch und bleib so, wie du bist. Bleib so, wie du bist. Mein Herz ist einfach so schwer. Oh, aber Emilia leidet schon wieder. Mein Akku ist einfach leer. Ich glaube, das ist nämlich das große Problem. Emilia müsste raus aus dieser Situation. Die muss einfach sich mal wieder resetten, mal wieder überlegen. So, wer bin ich? Was will ich? So, und dann können wir weiterreden. Es gibt eine einzige Zweckverkappelung, sage ich mal, die ich eingehen würde. Und das wäre Emilia. Ey, wenn es so weit kommt, ne, dann war das echt das beschissenste Love Island ever. Würde ich Emilia weder zu Alex noch zu Leo raten. Sondern zu sich, oder was? Wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wenn du auf dein Herz hörst dieses Mal... Dann gibt es wieder eine Klatsche links, rechts. Dass du dann eventuell die größte Klatsche deines Lebens möglicherweise bekommst. Das ist naja, aber sie hat wenigstens Boxtraining dafür bekommen. Jetzt kann sie es vielleicht ja abwehren. Freut mich. Du solltest schon auch quasi so ein bisschen auf dich selbst achten. Das stimmt. Ich glaube, Adriano meint es wirklich nur gut mit den anderen, aber es kommt manchmal ein bisschen komisch rüber. Aber du musst dich darauf vorbereiten, dass du fett aufs Maul fliegst. Ja, aber vielleicht ist das auch der Reality-Talk, den Emilia braucht. Emilias Wohl liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das glaube ich ihm auch. Ich glaube auch nicht, dass er da versucht, so dazwischen zu grätschen. Ich glaube, es wird ein bisschen so dargestellt, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Jetzt bekommen die Islander und Islanderinnen ein paar Nachrichten von Freunden und Familie. Nicole. Du zeigst dich in der Villa, wie du auch im echten Leben bist. Ständig genervt, oder? Aber lass dich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das ist ein guter Tipp. Du hast mit Dennis den richtigen Partner gefunden, der hundertprozentig zu dir passt. 100%? Ja? Mal schauen, wie es klappt. Ich drück euch die Daumen. Paco, wie schön zu sehen, dass du dich immer wohler fühlst und immer mehr du selbst wirst. Von wem ist denn diese kleine Nachricht? Ich glaube, Bianca könnte gut zu dir passen. Von Oma Waltraud. Oh, Oma Waltraud. Oh mein Gott. Liebe Grüße, Oma Waltraud. So was hat man doch gern. Das stimmt. Wenn die Oma sagt ja, dann können die eigentlich direkt heiraten. Emilia,
Wir sind so stolz auf dich. Du machst alles super und zeigst dich genauso, wie du bist. Hüpf so, wie du bist, aber lass dein Herz nicht brechen. Gib Acht auf dein Herz und hör gut hin, was es dir sagt. Von Mama. Alex, sagt's. Ich bin so froh, dass sie uns haben. Ich auch, glaube ich. Das ist wirklich schön zu sehen. Die Frauen sind untereinander so nett zueinander. Es gibt keinen Zickenkrieg. Es ist alles harmonisch. Die unterstützen sich, sind voneinander da. Schön. Lass dich auf Emilia ein und du wirst merken, dass ihr euch charakterlich und menschlich sehr ähnlich seid. Vielleicht passiert es ja noch, dass sie es einlassen. Viano, du bist zu verkopft und machst dir zu viel Druck. Kurz und knapp. Weiß nicht, ob es die Nachricht war, die sich erhofft hat. Ihr seht euch auch bald wieder. Dann gibt's wieder Bro-Action. Amma, du vermisst seinen Bruder. So, jetzt ist aber gut, jetzt reicht's. Na, da wird noch ein bisschen mehr geheult. Nichts Wichtigeres als Familie. Ich liebe es, im Fernsehen weinende Männer zu sehen. Viel zu lange haben wir keine weinenden Männer gesehen. Es ist schön zu sehen. Ich sag mal, wenn Oma Waltraud schreibt, so klar weint man da. Ja, da weinen selbst die härtesten Kerle, wenn die Oma schreibt. Es ist so. Ein und alles, mein Everything. My Everything. Omi, you're my Everything. Wenn heute zur Paarungszeremonie kommen sollte, kann ich einfach nicht den Leo wählen. Auch wenn du jetzt sagst, ich sollte das machen. Es wird wieder Taktik-Talk gemacht. Du musst das entscheiden, wie du das fühlst. Und Heart-Talk. Wir wissen alle, wie ich es fühle und wir wissen alle, wie falsch es ist. Ja, das ist halt so, da sind so bei mir die roten Flaggen. Wenn sie selber sagt, das ist falsch, dann ist es vielleicht wirklich falsch. Sagt auch jeder hier, dass ich einfach endlich aufwachen soll. Aber Emilia träumt weiterhin von der großen Liebe. Sagt das jeder? Ja. Jeder. Jeder sagt, ich gehe an dir kaputt. Ich glaube, sie ist schon vorher kaputt gegangen und es ist jetzt nur noch Kollateralschaden. Meiner Meinung nach ist es ein Riesenfehler, dass Emilia und Alex jetzt so nah beieinander die ganze Zeit sind. Da wird ihr kuschelt nämlich. Ich habe jetzt meinen Frieden gefunden. Ach ja. Mit dem Arm. Du, wenn die ihren Frieden gefunden haben, freue ich mich. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Am besten nichts, oder? Sie hat jetzt tausendmal gehört, sie soll auf ihr Herz hören. And that's what she's doing. Ja, aber auch die Augen offen halten, alle. Alle! Ich würde das keine Woche mehr überleben, wenn ich das mit dem Alex so weitermache. Gott sei Dank ist ja nicht mehr eine Woche bis Ende, bis Finale. Fertig einfach bin, weil ich keine Kraft mehr habe. Ich bin so erschöpft von diesem Dauerkampf Kopf gegen Herz. Die arme Emilia, die leidet richtig. Light Island. Du entscheidest dich dazu, Leo kennenzulernen, kannst du auch machen. Aber das Schlimme ist, mir geht's so schlecht. Aber, also weißt du, wie das ich meine? Ich, aber da ihr geht's schlecht mit Leo. Aber geht's wahrscheinlich noch schlechter, ja, als wenn jetzt, ne? Wie wenn ich halt jeden Tag nochmal gehört bekommen, dass alles nur freundschaftlich ist. Mit Alex geht's ja auch schlecht. Also es ist quasi jetzt nur noch die Frage, was ist das kleinere Übel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal, dass mein Love Island so eine Story sein wird. Ja, es gibt immer eine Person, die richtig hart mitgenommen wird von dieser Experience. Und diesmal ist es Emilia. Wenn ich mich verliebe, dann so Hals über Kopf so. Mhm. Und ist das das, was mit Dennis passiert ist? Also ich finde, das ist schon so ein Gefühl von verknallt sein. Aber? Ich habe halt das Gefühl, dass ich so ein bisschen ausgebremst werde. Weil Dennis halt nicht so ein Emotionsvulkan ist. Beweg dich und bleib nicht stehen. Weil ich halt weiß, dass er viel, viel langsamer ist als ich. Schade. Halt das Gefühl, dass ich auf die Fresse fliegen werde. Ja, ich hatte es schon mal, glaube ich, im letzten Video angemerkt, dass ich das Gefühl habe, dass Nicole so ein bisschen kalte Füße hat. Ja, so wegen, wie es halt nach Love Island weitergeht. Hoffentlich macht sie sich da nicht zu viele Gedanken. Zu viel Gefühle zugelassen habe, zu schnell. Wie sieht's denn bei Dennis aus? Warum denkst du das jetzt? Nur weil ich sage, ich brauche Zeit dafür. Bisher und will erstmal warten, wie es draußen ist. Das heißt ja nicht, dass ich kein Gefühl habe. Anscheinend hat Nicole schon des Öfteren Dennis gesagt, dass sie wirklich Gefühle hat und halt Dennis immer nur sagt, ich brauche noch. Ich habe einfach Angst, so verletzt zu werden. Deswegen so ein bisschen vorsichtiger ist und sich nicht so ganz öffnen will in den Gesprächen. Ja, vor allem erwartet sie, dass du dich ein bisschen mehr öffnest, glaube ich. Ich fühle mich schon auch so unter Druck gesetzt, wenn jeder immer sagt, so ja, Traumkappel. Das ist wahrscheinlich auch wirklich schwierig, wenn man jemanden kennenlernt, dann ist es ja nicht so, dass man von draußen oder von anderen Leuten so direkt ganz viele Meinungen hat, oh mein Gott, ihr seid so toll und ihr werdet irgendwas gewinnen und wir drücken die Daumen und wir beobachten das alles. So, das ist schon weird. Ich kann halt nicht nach 3 Tagen von krassen Gefühlen und sowas reden. Bianca braucht noch einen Moment und jetzt leider werden ein paar Clips reingeschnitten, wo sie über Adriano spricht. Ich weiß nicht, von welchem Tag das ist, keine Ahnung. Das ist, wenn ich herumlaufe und Sexual Tension von meiner Seite aus immer noch so, pff,
dahin steuert. Und ich mir denke, geh weg. Also man merkt ja direkt an ihrer Reaktion, dass sie selbst so weiß, dass es scheiße ist, sowas zu fühlen. Aber manchmal kann man ja nichts dafür, was der Körper will. So, egal, was der so macht. Und dann gucke ich immer so. Aber krass, dass du das Verpackung nicht hast. Das ist echt krass. Weil er mich so blockiert. Also weil praktisch das so. Ah ja, okay, verstehe ich. Mit Paco trotzdem alles super, ja? Dann erst, wenn halt immer der Ex-Freund sozusagen ständig um einen herumkreist. Es muss die Hölle auf Erden sein. Sie weiß, dass sie einen Fehler macht. Aber Emilia ist groß und sie kann Fehler machen, wenn sie das möchte. Aber sie kann es sich mit keinem anderen gerade hier vorstellen, diese Zeit zu genießen. Die machen das Beste draus. Wie könnte ich denn mit jemandem die Zeit genießen? Wenn ich offensichtlich weiß, dass der 0,0 was von mir will. dieser Gegenschnitt mit Adriano. Ah! Wenn er mit Kuscheln und so einfach nur was vorspielt. Die sagen ja immer, Adriano hat nichts vorgespielt. Ja, I don't know. Worte und Taten matchen einfach nicht. So ist es manchmal in der Liebe. Erzähl mir mal bitte, was ist das? Was macht ihr da, Digga? Keiner weiß es, glaube ich. Wir sind einfach gut miteinander. Wir genießen die Zeit hier. Wenn die beide das so wollen, sollen sie machen. Sie lieber anschließend gerne weiter kennenlernen und dann einfach schauen. Wer will sie jetzt nicht abschießen? Danach ist zwar Corona, ist zwar Lockdown, ist zwar schwierig, aber they'll make it work, right? Absolut richtig von euch, da euch beiden quasi bis zum Ende jetzt noch die Zeit zu genießen. Und wenn der heilige Adriano das sagt, dann ist das wohl die Wahrheit. Was machen wir mit dir? Gar nichts. Ich bin derjenige, der mit sich selbst klarkommt und der für sich den passenden Weg finden wird. Der sich selbst daten wird. Es ist ja immer so richtig viel über Emotionen, aber ich habe bei dir das Gefühl, ich habe noch nie wirklich eine Emotion bei dir gesehen. Same. Freu dich mal darauf, wenn du die Staffel siehst, Alter. Das wird ein emotionales Feuerwerk! Das muss so weird sein, sich selbst dann nachträglich. Ich weiß nicht, irgendwie wäre ich zu neugierig, um es nicht anzugucken, aber ich wüsste, aus Selbstschutz sollte ich es eigentlich lieber nicht gucken. Schwierig. Wieso? Ich war doch immer dabei. Was soll da kommen? Nicht immer. Immer wenn er emotional war, war Emilia gerade auf Toilette. Bin gespannt. Das Ganze sein. Dennis zeigt, wie es geht. Auch hier wird's emotional, aber eher im negativen Sinne. Dennis, alles okay? Ja. Warum mischen sich jetzt Greta und Finn ein? Dennis, Bro? Dennis? Sei doch mal netter. Wow, wenn jemand zu mir sagt, sei doch mal netter. Lächel doch mal. Du darfst doch ein Kappel neben dir liegen. Alles gut, Luis. Ich glaube, der Dennis ist schon groß genug, um selbst zu wissen, was er tun soll. Und wäre auch weird, wenn er es jetzt nur tut, weil Greta und Finn ihm sagen, dass er irgendwie kuscheln soll. Bro? Was ist dein Problem wieder? Ich hab kein Problem. Natürlich ist ein Problem. Nein. Aufhör mit. Ich hab keins. Jetzt ist Nicole die Gearschte. Jetzt kriegst du viel bei sowas. Was soll das? Und das ist immer dasselbe. Wir will nie drüber reden. Aber es war doch gerade gar nichts. Nur Finn und Greta haben irgendwas gemacht. Allen anderen redet die, weiß den ganzen Tag. Ja. Und wenn ich sie darauf anspreche, dann kommt nichts. Vielleicht gibt's auch einfach nichts zu bereden. Dann kann ich nicht auch einfach mal normal sein? Nee, Nicole ist immer zickig. Wie ist es bei dir gefühlstechnisch? Ich hab schon Gefühle entwickelt, aber... Safe? Aber du bist doch nicht richtig verliebt, ne? Ich brauche meine Zeit, dass ich mir sicher bin. Ja, aber manchmal, wenn man sich zu viel Zeit lässt, dann ist die Zeit auch irgendwann um. Same. Ich glaube schon, dass Nicole ein Problem damit hat, offen über solche Dinge zu sprechen. Bei Dennis ist ein offenes Buch, Leute. Bei mir ist das genau andersrum. Ich brauche das. Ich muss Dinge schnell klären. Außer es geht um Gefühle. Da braucht er ganz viel Zeit. Und ich finde es nicht cool, wenn du dann die ganze Zeit sagst, ich habe ein Problem, aber ich habe keins. Das ist echt nicht cool. Ja, ich sehe kein Problem. Wir hatten das letzte Mal auch. Du hast auch gesagt, du hast nichts. Und mir war auch was. Aber ich habe wirklich nichts. Wie oft soll man einer Person sagen, also spätestens noch ein dritten Mal, es ist alles gut, dann erwarte ich, dass die Person mich so ernst nimmt, dass sie mir das glaubt. Also ich kann quasi keine richtige Antwort für ihn geben. Es war immer irgendwie alles falsch, was ich sage. Das ist einfach toll. Ich mach das wütend von ihm, ich mach das wütend von dir, ich mach das wütend wegen allem. Weil wütende Greta. Ich einfach weiß, wie schlecht es dir hinter... Jetzt für den Moment ist es vielleicht für dich das Richtige. Aber hinterher wird es dir viel schlechter gehen. Aber vielleicht hat sie auch einfach mal Bock, sich jetzt im Moment mal gut zu fühlen und nicht zu heulen. 3 Tage ist Finale. Die Tage sind gezählt. Die Chance, dass du und ich im Finale stehst, bei 0. Na, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Zurückhalten erst recht nicht, wenn er halt auch immer wieder auf mich zukommt. Das ist doch, was sie wollte. Sie wollte auch, dass von ihm was kommt. Jetzt kommt was von ihm. Supi. Ich weiß einfach nur, dass es mir jetzt besser geht als die kompletten letzten 2 Wochen. Ich meine, das ist auch nicht schwer, weil so dreckig, wie sie die ganze Zeit gehen, kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Aber ich freue mich für sie. Herz bringt auch nichts, wenn man danach das Herz noch mehr
zerbrochen bekommt. Das stimmt halt auch. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf sie einredet oder so, aber ist ja klar, dass so beste Freundinnen oder Freundinnen großen Einfluss haben aufeinander. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da bin ich bei Alex. Das sollte man nicht übertreiben. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, Feuer zu legen. Ja. Und Greta legt Feuer. Sie denken dann nicht an sie, sondern sie versuchen ihre eigene Ansicht und ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Aber das ist doch verkehrt. Denn niemand kann besser wissen, was gut für Emilia ist, als Emilia selbst. Oder braucht es manchmal von außen, hat man so eine... Ich glaube nicht, dass Emilia so eine rosarote Brille aufhat. Ich glaube, sie weiß schon, was sie tut. Und sie wirkt zwar sehr naiv und jung, aber ich glaube, es ist sie gar nicht so. Hat ja nicht irgendwie was mit ansatzweise Zweckkappel oder so zu tun. Das finde ich nämlich auch. Von deiner Seite aus würde ich sagen nein, von seiner Seite aus würde ich sagen ja. Das glaube ich nicht. Er ist vegan, er ist ein empathischer Mensch. Das finde ich halt irgendwie falsch. Das wäre tatsächlich sehr falsch. Wer aber immer die richtige Antwort hat, ist doch eigentlich Adriano. Ich glaube tatsächlich, ich würde Emilia weder zu Alex noch zu Leo raten. Sondern zu mir. Ich sag, wie es ist. Adriano. Ich würde ihr sagen, hör einfach auf dein Herz. Und sagt das Herz Adriano? Denk nicht drüber nach, mach es. Dann will sie Alex. Über die Konsequenzen können wir uns dann zusammen später unterhalten. Zusammen unterhalten, weil sie dich dann gewählt hat und ihr dann das Zweckkappe seid, oder wie? Bro, ich sag dir mal was, aber nur unter uns beiden. Bitte sag das niemandem, euch nicht. Ich sag's niemandem weiter, was denn? Luft das rein. Dass ich so gesagt habe, dass es zwischen mir und ihr nur auf freundschaftlicher Ebene ist, das war halt in dieser Situation einfach eine Lüge. Weil ich gemerkt habe, wie sehr sie das belastet, dass sie keine klare Antwort hat. Dann hat er ihr eine Antwort gegeben und jetzt sieht das doch anders. Wenn ich dann halt mit einem Handicap starte, weil ich am Anfang Nein gesagt habe und sie es nicht richtig zulässt, ist das für mich okay, weil, Bro, ich bin ein Kämpfer. Es ergibt schon Sinn, was er halt sagt. Dann kämpfe ich um sie und ich bin bereit, sie zu erobern. Verstehe ich, ja. Wenn es dann nicht klappt von ihrer Seite aus, wenn sie sagt, ich möchte nicht mehr, dann akzeptiere ich das. Denn er ist ein echter Mann. Ich fühle gerade einfach diese Harmonie. Ich merke einfach, dass da sich jetzt gerade etwas entwickelt, dass es in die richtige Richtung geht. Der hat einfach Zeit gebraucht. Ich sehe etwas mehr in ihr, ich sehe etwas mehr Funkeln in ihr, ich sehe etwas mehr Feuer in ihr. So langsam finde ich etwas in ihr und ich freue mich einfach auf die nächsten Tage, mehr davon zu entdecken. Ich freue mich auch, wenn die das jemals bei sich entdecken sollten. Jetzt gibt es ein paar andere Informationen, die wir über die IsländerInnen entdecken dürfen. Wie alt sind Nicoles Geschwister? Geschwister? Ja. Ja, ich habe mehrere. Gut, wenn er nicht mal weiß, dass es mehrere sind, schwierig. 37 und 40. Ja. Es ist okay, wenn man vielleicht nicht direkt das Alter auswendig hat, aber dass man ungefähr weiß, wie viele Geschwister es zum einen überhaupt sind und ob die älter oder jünger sind, kann man sich schon mal merken, oder? 26 und 28? Hä, ich bin doch die Jüngste. Tja, Dennis, wohl nicht richtig zugehört. Dankeschön. Was sind denn Gretas Ticks? Tanzen, laut sein, manchmal nerven. Was sind das für Ticks? Tanzen, nerven, laut sein, wow. Keine Ticks, das ist meine Art. Ja, danke, Finn. Wie vielen Jahren möchte Bianca das erste Kind bekommen? Wichtiges Thema, Leute. Oh. Aber die waren schon sehr nah beieinander. 27 und 28, sag mal so, alles richtig gemacht. Also ich persönlich. Wann willst du denn Kinder haben? Mit 27. Die einzig richtige Antwort. Okay. Klar. Welche Lebensmittel mag Amalu gar nicht? Wo soll ich anfangen? Gemüse, Obst, Bananen, eigentlich ist auch Obst und Gemüse. Käse, Wein. Gemüse. Richtig. 4 Jahre war Finn bei der Bundeswehr. Easy peasy, Mann. Auch sehr wichtig. Wenn du das nicht gewusst hättest, ne? Dann wäre ich freiwillig reingesprungen. Denn die Bundeswehr ist mein Leben. Spinnen. Die beiden, die wissen auch was übereinander. Tolli. Wie lautet Amalus Zweitname? Schwierig. Patrick. Jürgen. Patrick und Jürgen wären nicht meine erste Wahl gewesen, aber ganz knapp vorbei. Wie heißen die Eltern von Dennis? Und die gucken auch zu Nicole, ne? Das ist echt gemein. Aber ich muss sagen, ich finde Nicoles Rat, wie sagt er? Ich finde, ihre Vermutung ist aber gar nicht mal schlecht. Michaela und Andreas. What? Michael und Andrea ist doch super. Nee, Andreas. Michaela und Andreas ist doch echt ein klassischer Elternname. Tut mir leid, Magina und Waldemar. Jetzt weiß ich es. Kann ja nicht jeder hier so außergewöhnliche Namen haben. Wo hatte Adriano denn sein erstes Mal?
Okay. Im Auto. Finn im Auto, Adriano auf der Blumenwiese. Was ist da los? What the fuck? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr erstes Mal landet. Eine neue Entscheidung steht an und die Frauen sind jetzt schon am Boden zerstört. Das verkraft ich nicht, wenn Adriano geht. Ja, sag mir das mal. Sagt es uns mal. Ich habe einfach nur Schiss, dass ich dann als Letzte vorne stehe. Und hoffentlich ganz klar weißt du dann, dass du ein Paco willst, oder? Ohne Adriano wird hart hier. Das stimmt. Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich ein Video damit noch füllen soll, weil falls Adriano gehen sollte. Ich bin auch echt gespannt. Ich bin auch allgemein gespannt, wie das alles mit dem Ganzen weitergeht. Also ich bin auch gespannt, welches Couple überlebt die Sendung. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich nur eine Stimme hätte, würde ich niemanden wählen. Verstehst du? Einfach, weil ich nicht wüsste. Wer gewinnt? Ich glaube, ich würde meine Stimme Alex und Jamila geben. Ja, liegen die nicht zusammen, ja doch? Die zwei sind schon wieder am Kuscheln. Wir haben doch noch eine Granate übrig. Leo, vielleicht schicken sie auch noch jemand für Alex. Als ob die einen anderen Alex möchte. Guck mal, wie sie da provozieren will. Ich mag das ja, wenn man sich neckt, aber irgendwie wirkt es ein bisschen aggressiv bei den beiden. Bam! Eine Stinker. Oder so ein bisschen pissig. Ja, wenn du das Kapitel nicht direkt schließt, dann können wir ja uns immer noch mal zum Boxen verabreden. Das hättest du wohl gern. Das hättest du wohl gerne. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist so, vielleicht verstehe ich auch nur nicht deren Humor. Ich bin der einzige Boxtrainer auf der Welt. Mhm. Wahrscheinlich der einzige, der dir gefällt. Ich mag das ja, sich so Konter zu geben, aber es wirkt so leicht aggressiv einfach die ganze Zeit. Ich hab's nicht gecheckt, ich hab's uns Verrecken einfach nicht gecheckt. Ja, wir auch nicht hier draußen. Aber das ist halt eine ganz andere Frequenz, die auch die miteinander teilen. Und solange die beiden auf derselben Wellenlänge sind, ist's doch super. Die Sonne genießen. Ja, lange ist nicht mehr, bis die Sonne weg ist. Hier in Deutschland ist es gerade bitterkalt. Wenn da was entsteht, dann ist es fast so ein Eternity-Ding. Weißt du, ich meine, so für die Ewigkeit. Ich weiß es nicht. Ist es nicht immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn der Start sehr holprig ist? Also sehr holprig? Oh. Alter, bist du ranzig. Gut, dass wir nochmal Gretas Einschätzung gehört haben. Die EiländerInnen machen sich bereit für den Abend. Ist sie so 100% was für dich? Aber du sag jetzt bitte nichts Falsches. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ihr seid total glücklich miteinander. Und du weißt ja auch, dass sie von ihrem Charakter her schon ein bisschen dynamischer ist. Aber Gegensätze ziehen sich doch an. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Ja, noch so eine zurückhaltende Schlaftablette, wie immer, du brauchst man nicht. No offense. Auch bei mir hat sich einiges verändert, weißt du? Was denn? Jeden Tag, den ich sie so näher kennenlerne, gefällt es mir immer mehr. Das ist schön. Ich verstehe es halt von Alex halt immer noch nicht. Er braucht Zeit. Er ist wie Greta quasi. Die kuscheln sitzt auf seinem Schoß, der umarmt dich. Aber wie, hör mal. Entweder er zeigt dir zu wenig, dann zeigt er ihr zu viel. Einfach ein Riesenkarussell in meinem Kopf. Das hat aber jetzt ein Ende. Endlich Schluss mit irgendwelchen philosophischen Ausschweifungen. Geht der Adriano jetzt oder was? Das heißt, jetzt wird Tacheles geredet. Ich bin gespannt. Eine Sorge heute bei der Entscheidung, dass ich wieder verlassen muss, ist auf jeden Fall ziemlich groß. Ich dachte, Leo ist noch da. Ich dachte schon. Naja, dann gucken wir uns mal die letzten Minuten mit dem an, oder? Sie gibt mir heute den ganzen Tag das Gefühl, dass sie gar keine Lust hat, bei mir zu sein. Bei Dennis und Nicole kriselt es wieder, immer noch. Ich weiß schon gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich sie jetzt gleich fragen würde, würde sie sagen, alles ist gut. Weißt du, und wie soll ich damit umgehen? Ihr glauben? Ich weiß auch, dass ich so nicht weitermachen kann, weißt du, jetzt, als ob nichts wäre. Ja, es ist aber auch blöd, wenn man merkt, da ist wirklich was und man sagt immer, nein, da ist nichts und so. Ich verstehe den Dennis auch so ein bisschen. Ich komme auf Dauer nicht klar, glaube ich. Weißt du? Oh, oh. Die Nicole ist echt ein liebes Mädchen. Also, sorry, eine liebe Frau, also eine sehr erwachsene, sehr reife Frau. Es ist eine Frau, ja. Und ich habe das Gefühl, der Clip, den die hier mit reingeschnitten haben, der ist von einem anderen Tag, aus einem anderen Zusammenhang, komplett aus dem Kontext rausgerissen und hier eingefügt. In einer anderen Konstellation, da hätten wir uns woanders kennengelernt, denke ich, hätten wir echt gut miteinander die Zeit verbringen können. Ja, am Anfang war der ja noch Feuer und Flamme für Nicole. Ich glaube schon, dass er aber jetzt die Beziehung zwischen Nicole und Dennis respektiert. Deswegen glaube ich nicht, dass er das direkt nach dem Gespräch oder davor oder so gesagt hat. Glaube ich aber nicht. Eigentlich bin ich der Mensch, der immer alles unter Kontrolle hat und... Mal gucken, ob sie bei dieser Paarungszeremonie auch alles unter Kontrolle hat. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich bin hier durch das Tor gegangen und man hat mir mein Hirn rausgenommen und hat es ganz weit weggeschmissen und hat mir nur noch das Herz überlassen. Und das ist jetzt auch schon kaputt. Wie du weißt, fällt es mir sehr schwer, über meine Probleme zu reden. Dennis nur so, ja. Ich habe das immer als Schwäche gesehen.
was es auch ein bisschen ist. Aber du hast mir gezeigt, dass ich keine Angst haben muss. Und Nicole überwindet ihre Angst und wählt Dennis. Mit dem ich sehr, sehr gute Gespräche führen kann, der sehr, sehr empathisch ist. Und das ist natürlich Amadou. Du gibst mir einfach die Sicherheit hier und ich fühle mich bei dir so wohl. Und deswegen entscheide ich mich heute Abend für... Überraschung, Fini! Die haben mal ein bisschen von diesem Moment gesprochen, den ich brauche, weil ich direkt merke, ob ein Mann mir gefällt oder nicht. Und den Moment, den hatte sie beim Chrissy. Diese Paarungsremini ist auch für mich etwas anderes als sonst. Bianca darf jetzt als nächstes wählen. Ich bin nicht heul. Gott, wir müssen hier gerade mal eine kurze Pause machen, damit Biancas Make-up nicht verschmiert. Deswegen abonniert, hinterlasst einen Daumen nach oben und schaltet am Sonntag um 18 Uhr ein, wenn wir uns die letzten beiden Folgen und das große Finale von Love Island 2021 Frühlings Edition angucken. Bis dann. Tschüss.